zum Geier. Warum Xing? Xing ist ein soziales Netzwerk. Soziales Netzwerk, da fällt euch jetzt wahrscheinlich als erstes so ein: Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, die üblichen Verdächtigen. Auch Xing ist ein soziales Netzwerk. Allerdings hat Xing einen anderen Schwerpunkt, und zwar ist der Schwerpunkt die Arbeitswelt. Alles, was irgendwie mit dem Beruf zu tun hat, ist bei Xing angesiedelt. Und es gibt viele Gründe, dabei zu sein. Die sind allerdings so vielfältig wie die Menschen, die Xing nutzen. Es gibt jedoch zwei Hauptgründe, um auf Xing aktiv zu sein oder sich überhaupt in irgendeiner Form erst einmal ein Profil dort anzulegen. Die zwei Hauptgründe, die wirklich für Xing sprechen, sind informieren und Netzwerken. Wenn du dich informieren willst in beruflicher Hinsicht, musst du auf Xing dabei sein. Willst du beruflich netzwerken, insbesondere wenn du im DACH-Raum unterwegs bist, also Deutschland, Österreich und Schweiz, musst du auf Xing mit dabei sein. Wenn du auf Xing dabei bist, um dich zu informieren oder über dich zu informieren, dann tust du das, weil es dir darum geht, dass du Möglichkeiten kennenlernen möchtest. Welche Möglichkeiten hast du? Welche anderen Arbeitgeber gibt es zum Beispiel? Oder welche Mitbewerber haben welche Ideen? Was wird entwickelt? Beispielsweise, nehmen wir mal an, du wärst so schlau gewesen als Autohersteller und hättest auf Xing geschaut. Was gibt's dort für Anbieter in Richtung Batterieproduktion und in Richtung E-Mobilität? Welche technischen Entwicklungen gibt es? Dann wärst du jetzt wahrscheinlich einen ordentlichen Schritt weiter, als es die deutschen Autohersteller inzwischen immer noch sind. Also sprich Stillstand hoch 3 zum Quadrat. Außerdem erfährst du immer etwas über Trends. Dass es in Richtung vegane Ernährung geht, vegetarische Ernährung und vegetarische Ernährung. Das war erstmal, das war erstmal so eine Art Hype. Und dann hat sich herauskristallisiert, na, Moment mal, das ist nicht nur ein Hype, das ist nicht nur eine saisonale Erscheinung, sondern das ist ein echter Trend. Das bleibt also länger. Das hast du auch auf Xing zum Beispiel sehr gut mitbekommen, weil da immer mehr über solche Themen geschrieben wurde. So erfährst du auch etwas über allgemeine gesellschaftliche Bewegungen. Auch dafür ist Xing sehr gut. Du erfährst etwas über Meinungen, auch über Erfahrungen und über Reaktionen. Also, nehmen wir an, du produzierst etwas und hast ein neues Produkt in deinem Portfolio. Das stellst du dann erstmal in irgendeiner Xing-Gruppe vor, die dir so liegt, und fragst mal allgemein nach Meinungen. Und hörst dann auch, wie die Erfahrungen sind, beispielsweise wenn du eine Software erstellt hast und die dann zur freien Verfügung zum Testen bereitstellst, bekommst du auch direkte Reaktionen. Das funktioniert, jenes funktioniert nicht, das würde ich anders machen. Und das sind natürlich wertvolle Schätze, die du da auf Xing abgreifen kannst. Aber auch anders, wie sieht's aus, wenn du als Arbeitnehmer unterwegs bist? Wenn du als Arbeitnehmer auf Xing unterwegs bist, hast du natürlich auch die Möglichkeit herauszufinden, Moment mal, wie sieht denn das hier aus? Möglichkeiten, klar. Welche anderen Arbeitgeber gibt's? Aber auch, welche Trends gibt's und welche Entwicklungen? Also in welchen Bereichen muss ich mich fortbilden, weiterbilden, damit ich auf dem Arbeitsmarkt weiterhin Chancen habe? Wie sieht das aus mit Meinungen und Erfahrungen? Okay, ich möchte mich bei dem und dem bewerben. Wie sind da so die Meinungen anderer Arbeitnehmer? Haben die gute Erfahrung gemacht? Oder sind die enttäuscht, nachdem sie dort angefangen haben? Und wie sind die Reaktionen, wenn ich den Namen meines potenziellen zukünftigen Arbeitgebers einfach mal so in die Runde schmeiße? Wird mir gratuliert oder werde ich bedauert, weil ich da anfangen will? Das sind natürlich Sachen, die kriegst du auf Xing raus. Das sind also Schätze der Informationen, die du da absacken kannst, die du da einsacken kannst, die du absahnen kannst.
Zweite Möglichkeit, warum du auf Xing bist, ist, dass du dich vernetzen möchtest. Als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer, wenn du Selbstständiger bist oder Selbstständige, wenn du Unternehmerin bist oder Unternehmer, wenn du Beamtin oder Beamter bist, Künstlerin, Künstler, Dienstleisterin, Dienstleister, Handwerkerin, Handwerker, Auszubildender, Auszubildender. All diese verschiedenen beruflichen Stationen und beruflichen Branchen findest du auf Xing. Und ganz gleich, ob du jetzt arbeitslos bist, ob du Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin bist oder ob du schon in Rente gegangen bist, es wird Gleichgesinnte auf Xing für dich geben. Und es gibt auch immer die Möglichkeit, in allen Bereichen dich untereinander mit anderen auszutauschen. Du hast dort die Möglichkeit, auf Xing mit Menschen zusammenzutreffen, die du im normalen Alltagsleben vielleicht nicht treffen wirst. Ein Professor trifft eine Putzfrau. Ein Metzger trifft einen Förster. Eine Automechanikerin trifft, ein Chauffeur. Also unendlich viele Möglichkeiten, wie du da andere Meinungen und andere Gesellschaftsschichten und auch andere Sichtweisen auf bestimmte Dinge kennenlernen kannst. Xing ist also ein Treffpunkt für alle möglichen Menschen und für alle möglichen Interessen und für alle möglichen Gegebenheiten. Immer mit dem Schwerpunkt Beruf. Auf Xing findest du eben, was du suchst, je nachdem, was du eben brauchst. Sind Stellenangebote oder bist du Unternehmer oder Unternehmerin und suchst Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen? Bist du auf der Suche nach neuer Kundschaft? Brauchst du Aufträge oder möchtest du eine Kooperation eingehen? Außerdem, wie sieht's aus mit Expertenwissen? Vielleicht hast du irgendwo eine Wissenslücke und willst dich da schlau machen? Einfach mal fragen. Es gibt da unterschiedliche Reaktionen, ganz klar. Einige sind sehr nett, kann man einfach dann auch empfehlen. Habe ich auch einige bei mir in meinem eigenen sozialen Netzwerk, auch in meinem eigenen Portfolio bei Xing mit aufgenommen, wo ich dann ganz einfach weiß, wenn da eine Frage in einem bestimmten Arbeitsbereich ist und ich diese Frage nicht selbst beantworten kann, dann schicke ich meine eigene Kundschaft an denjenigen oder an diejenige weiter, weil ich ganz genau weiß, da ist ein Experte, eine Expertin zu dem Thema. Und da kann ich dann guten Gewissens weiterhin verweisen. Es geht also einmal darum, dass da jede Menge Expertenwissen vorhanden ist. Und es gibt auch jede Menge Personen, die auch Expertenwissen erwerben möchten, also die herausfinden möchten, wie funktioniert etwas. Du findest da auch ganz viele Gleichgesinnte, egal in welchem Status du jetzt bist, ob du jetzt gerade mal Berufsanfänger bist oder ob du schon uralt Lametta im Betrieb bist und zum lebenden Inventar gehörst, ob du überhaupt Angestellter, Angestellte bist oder komplett selbstständig arbeitest, vielleicht freiberuflich arbeitest. Du hast dort Gleichgesinnte und auch aus sämtlichen Branchen, also Pastoren, Pastorinnen finden dort jemanden, mit dem sie sich austauschen können. Künstler, Künstlerin, genauso. Aber eben auch Handwerker, ganz gestandene und Handwerkerinnen. Es gibt da unter anderem eine Gruppe, die ich immer wieder empfehle, wenn es um Xing geht. Und zwar ist es die Gruppe Powerfrauen. Leider nichts für euch, liebe Männer, aber für alle Frauen, die jetzt zuschauen und zuhören. Bei Powerfrauen geht es tatsächlich um sämtliche Themen. Und da würde ich euch mal empfehlen, guckt euch mal die Mitglieder an und seht euch auch mal die Administration an. Da werdet ihr die eine oder andere Überraschung erleben. Und da findet ihr auch gestandene Handwerksfrauen, die auch Vertreterinnen der Handwerkskammern entsprechend sind und euch da ganz genau sagen können, was wie wo funktioniert oder auch nicht. Also, Gleichgesinnte. Ihr findet dort jede Menge Ideen und Inspirationen. Wie kann man nochmal was irgendwie verändern? Es gibt Neuigkeiten. Was tut sich jetzt in den verschiedenen sozialen Netzwerken? Oder welche Entwicklung gibt es im Umweltschutz? Das alles wird auf Xing heftig diskutiert. Und es gibt auch Projekte. Das heißt, irgendjemand eröffnet beispielsweise ein neues Museum. Oder es gibt ein Riesenempfang von irgendeinem XXL-Konzern.
Und dazu wird dann noch jemand gebraucht, der schicke Fotos macht, der als Künstler auftritt oder der in irgendeiner Form darüber berichten möchte. Dort sind also Projekte, die in irgendeiner Form dann auch wichtig sind, und Petitionen werden ausgetauscht. Es wird auf gesellschaftliche und politische Entwicklung hingewiesen. Also Xing ist eine Informationsquelle par excellence. Ich kann es nur empfehlen. Ihr werdet dort alte Bekannte treffen und ihr werdet auch neue Kontakte finden. Auf Xing finden wir halt alle zueinander in der einen oder anderen Form. Die einen, die suchen Aufträge, Arbeit, Inspiration, Unterstützung. Die suchen auch moralische oder auch finanzielle Mitstreiterinnen und Mitstreiter oder einfach zusätzliches Wissen. Und andere bieten all dies an. Und meistens ist es so, dass man beides zugleich macht, dass man was zu bieten hat und dass man was sucht. Und das ist ein einziges Geben und Nehmen. Wobei ich immer empfehle, es ist ein soziales Netzwerk. Also Leute, es geht ums Netzwerken. Dementsprechend bitte gebt erstmal fünfmal, bevor ihr anfangt anzufragen, wer euch was geben kann. Treffpunkt Xing, ganz klar. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz klar beantworten zum Geier. Darum Xing.